Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir mal über meinen neuen Kalender, den ich für 2023 entworfen habe. So sieht er aus. Und den wird es in zwei Größen geben. Einmal in A4, das ist ja die Größe, und dann einmal in A3. Du kannst beide Größen bei mir ordern. Es wird allerdings eine sehr begrenzte Stückzahl geben. Das heißt, wer sich diesen sichern möchte zum selbst zu Hause aufhängen oder zum Verschenken für Weihnachten beispielsweise, dann solltest du recht schnell sein mit dem Ordern. Wie du in den Kalender kommst, das steht hier unter diesem Video. Da kannst du gerne mal reinschauen, und ich werde für alle, die besonders schnell und fleißig mit dem Ordern sind, noch zwei in der A4-Größe diese hier verlosen. Das heißt, wenn du gern einen in A4-Größe gewinnen möchtest, dann solltest du unbedingt meinen Kanal hier abonniert haben und mir dann auf Instagram eine Nachricht schicken, dass du gern diesen Kalender gewinnen möchtest, und dann werde ich per Zufallsprinzip nächste Woche die Gewinnerin oder den Gewinner herausziehen und dann dementsprechend benachrichtigen. Kommen wir nochmal kurz zum Kalender an sich. Wie letztes Jahr auch, nicht nur eine begrenzte Stückzahl, sondern auch wieder auf einem sehr hochwertigen Naturpapier gedruckt. Das heißt, der Druck ist sehr hochwertig, sehr langlebig und hat auch einen sehr speziellen eigenen Look. Also es ist kein hochglanzdünnes Papier, sondern sehr dick und fast schon kartondick, kann man sagen. Und fasst sich dementsprechend auch sehr gut, sehr hochwertig an. Ist auch jetzt nicht wirklich empfindlich vor Fingerabdrücken, wie es beispielsweise bei Hochglanzpapier wäre. Und die Besonderheit dieses Mal, es wurde mir ja gesagt, dass ich die Orte nicht verrate, wo ich bin. Sie stehen dann auch hier unten drunter, unter dem Kalender, hier ganz unten. Da steht jetzt auch ganz neu dann der Ort, wo dann das Foto entstanden ist. Und es gibt wieder eine sehr, sehr spannende Auswahl an Motiven. Ich will gar nicht vorweggreifen, ihr sollt es euch alle in Ruhe zu Hause angucken, wenn ihr den Kalender habt. Aber eins kann ich sagen, es sind wirklich sehr, sehr coole Motive dabei. Das eine oder andere solltet ihr bestimmt von Instagram auch kennen. Demzufolge lohnt es sich, glaube ich, schon, den Kalender sich mal anzuschauen. Und wer noch kein passendes Weihnachtsgeschenk hat und schnell fertig sein möchte, der sollte sich auf jeden Fall diesen Kalender mal anschauen und vielleicht gleich ordern, damit ihr quasi hinter den Weihnachtsgeschenken schnell einen Haken machen könnt. Also schaut in die Videobeschreibung, da ist der Link drin und die Anleitung, wie ihr zum Kalender kommt, wie ihr ihn ordern könnt. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Größen, wie gesagt, und wer sehr schnell ist, hat eine Chance, einen von den beiden ersten in A4-Größe auch gewinnen zu können. Und was ihr dafür tun müsst, habe ich ja vorhin gesagt. Also viel Glück. Ich drücke allen die Daumen, die gern einen gewinnen möchten. Und alle, die einen kaufen möchten, sollten sich, wie gesagt, sehr schnell beeilen. Weil wenn sie aus sind, sind sie aus. Und dann werden noch keine mehr nachbestellt. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.